sehr gespannt bin ich auf meine erste Anruferin, die heißt nämlich Susanne und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Susanne. Guten Morgen. Da brummt's bei dir. Ja, ich musste leider vom Handy anrufen, ich bin nicht zu Hause. Ja, aber ich glaube es geht, es stört dich nicht zu sehr. Mich stört es gar nicht. Das glaube ich ja. Susanne, um was geht's denn? Ja, es ist eine ziemlich unglaubwürdige Geschichte. Na, das fängt ja gut an. Es ist auch keine schöne Geschichte, also es belastet mich auch ziemlich. Es ist so, dass ich seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen bin oder war. Ja. Und kurz vor Weihnachten ist dann halt was passiert. Mhm. Wir haben alle zusammen gegessen, also ich wohne noch bei meiner Familie. Mhm. Und meine Oma war mit da und mein Bruder und wir saßen halt alle da und meine Mutter hat auch einen Partner, also meine Eltern sind geschieden. Mhm. Und wir saßen alle zusammen am Tisch und ich wusste, irgendwas stimmt auch nicht, weil wir hatten im Vorfeld auch schon so sexuelle Probleme und so. Der Freund und, war auch mit anwesend? Ja, der war mit anwesend. Mhm. Es war zwei Tage vor Weihnachten und da war er halt schon bei mir und ja. Wir saßen am Tisch und haben gegessen alle zusammen, so wie wir das immer machen am Abend und dann sagte er plötzlich... Wir, also damit meinte er, was sich im Nachhinein rausstellte, den Freund meiner Mutter und ich, müssen euch was sagen, das wird euch jetzt sehr schocken und das wird euch auch verletzen, aber wir wollen uns nicht länger verstecken. Er meinte sich und den Freund deiner Mutter? Ja. Darüber sagte er, wir beiden Männer wollen uns nicht weiter verstecken. Ja, genau, die saßen auch nebeneinander und er guckte ihn an und ich dachte erst, das soll ein Scherz sein. Also so. Ich habe gewartet, was kommt als nächstes? Ich denke mir jetzt schon meinen Teil, aber sag du, was dahinter steckt. Ja, und er sagte dann zu mir, du pass auf, ich fühle mich zu Männern hingezogen. Sagte er am Kaffeetisch bei Oma und Tanten und bei allen anwesenden Leuten? Ganz genau. Wie bitte? Ja, und dann dachte ich erst, oh mein Gott, das war schon schlimm genug und dann... Ja, nicht nur du wahrscheinlich, sondern auch deine Mutter. Meine Mutter hat ja da erstmal, die hat das gar nicht realisiert. Also die hat nur ihn und mich angeguckt und dann fing plötzlich ihr Partner auch an zu sprechen. Und was sagte der? Er nahm seine Hand und sagte, wir beide haben uns ineinander verliebt. Ach. Und ich hielt es immer noch für einen Scherz. Also ich dachte wirklich, gleich fangen alle an zu lachen. Wer outet sich denn da an einer Kaffeetafel? Ja. Wie alt ist denn der... Halt Wie alt die ist denn Familie mit einbeziehen. Wie bitte? Ich verstehe. Wie alt ist denn der Freund von deiner Mutter? Der ist 41. 41 und dein Freund, dein Ex-Freund? 25. So, jetzt sagst du der 41-Jährige auch hier, wir haben uns ineinander verliebt. Ja. Und erzähl mal weiter, wie dann die Stimmung, irgendwann muss die Stimmung noch gekippt sein an der Kaffeetafel. Also meine Oma und mein Bruder haben gar nichts gesagt. Hm. Gar nichts, auch nicht die Miene verzogen, gar nichts. Ja. Und... ich habe dann nur den Freund meiner Mutter angeguckt und der hat so ein sehr markantes Lächeln. Ja. Und dieses Lächeln habe ich auch immer noch, seitdem das passiert ist, immer im Kopf, auch nachts. Und ja, aber, meine Mutter, aber in dem Moment warst du immer noch so auf der Kippe, das ist jetzt irgendein Scherz und ja. Die wollen uns verarschen und die haben irgendeinen Spaß mit uns vor. Ja, und ich habe die beide angeguckt und sie haben nicht irgendwie gelacht oder man hat nichts davon gesehen, dass das ein Scherz sein soll. Aber dann kam der Augenblick, an dem du es kapiert hast und geglaubt ja. hast. Ja. Und die anderen auch? Die anderen auch, ja. Und hat sich dann die gesellige Runde aufgelöst? Oder gab ja, meine Mutter ist rausgerannt, ich habe dann nur die Autotür gehört und sie ist weggefahren. Ja, und du? Und ich musste mich übergeben. Und die anderen, sind die da geblieben? Das hat sich dann irgendwie aufgelöst. Also, und wo, ist aber auch, wo ist ja. dein Freund hingegangen? Wo ist der andere Mann hingegangen? Der andere Mann ist meiner Mutter hinterher. Das ist ja eine Knallergeschichte, wirklich. Ja. Das ist ja wirklich wie in einem schlechten Movie, wirklich, wie in einem schlechten Film. Ja, also ich finde, das ist auch das Allerschlimmste, was einem so mit passieren kann. So, du warst mit deinem Freund anderthalb Jahre zusammen. Ja, richtig. Hast von der gleichen Veranlagung nichts vorher gemerkt? Er hat mal bei einem Fest im Sommer gesagt, der sowieso hat aber wirklich einen schönen Körper. Na gut, das kann man ja und sagen. Da habe ich nur so gesagt, was soll das denn jetzt? Aber das habe ich nicht weiter irgendwie als schlimm gedeutet. Das ist ja okay. Ich habe es halt gut verstanden. Ja, das ist ja völlig okay. Das sagen die Jungs im Fitnessstudio auch gegenseitig. Die sagen, es ist gut gebaut. Und das, ja. heißt ja, das heißt ja wirklich noch gar nichts. Das Ganze war jetzt vor Weihnachten, sagst du. Ja, genau. Nur haben wir Februar, Anfang Februar. Wie hat sich die Situation bis heute jetzt entwickelt? Für dich, für euch, für die beiden Jungs, soweit du noch Kontakt zu denen hast? Ich habe gar keinen Kontakt.
ist radikal alles durchschnitten. Ja. Und ich wohne jetzt bei meinem Onkel zurzeit. Und deine Mutter und ihr Freund oder Ex-Freund, wie ist da die Verbindung im Moment? Das weiß ich nicht. Also meine Mutter hat sich erstmal Urlaub genommen und hat mich auch besucht und wollte auch mit mir sprechen, aber ich konnte das irgendwie nicht. Also wir hatten zwar dasselbe Leid irgendwie, aber ich konnte noch nicht darüber sprechen. Ich musste damit selbst erstmal klarkommen. Ja, das wundert mich gerade. Urlaub gefahren. Weil du ja zu Recht sagst, ihr seid ja beide, ihr habt dasselbe Leid. Ihr seid in derselben Weise betroffen. Ja. Komisch, dass ihr euch da nicht recht zusammengeschlossen habt und geredet und halt Informationen ausgetauscht und weiß ich was. Das konnte ich nicht. Ich empfinde auch irgendwie so einen Ekel für die beiden. Warum? Ich weiß es nicht. Der Mann ist wirklich was wie mein Vater geworden. Und die beiden wollten heiraten. Und ich habe ihn auch als solchen angesehen. Wie lange waren die denn schon zusammen, deine Mutter und der Mann? Das war schon über 4 Jahre. Ja. Also das heißt, du bist wirklich sehr gebeutelt, weil du in zweifacher Weise getroffen bist. Da ist einfach, dass so der Stiefvater, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, den du irgendwie in der Rolle auch akzeptiert hast und auch eine gute Verbindung zu dem aufgebaut hattest, ne, wie du gerade sagst, und dein Freund. Ja. Letztendlich deine Mutter ja auch. Deine Mutter, wie war das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Freund? Das war ein gutes Verhältnis. Auch gut. Das ist für die natürlich auch ein doppelter, schwerer Bruch, ne? Ja. Wie lange, hast du eine Ahnung, wie lange das zwischen den beiden schon lief? Also es war so, dass wir vorher auch schon 3 bis 4 Monate keinen Sex hatten. Und das fing ganz plötzlich an. Und da hat er sich halt immer Ausreden überlegt. Er ist selbstständig, hat immer gesagt, er hat viel Stress. Aber ich denke, dass es seitdem dann auch so war. Das heißt, da gab es doch mehrere Monate ein Parallelleben. Ja, aber das Schlimme ist, in der Zeit, als wir keinen Sex hatten, haben wir auch davon gesprochen, zusammenzuziehen. Er wollte hier zu mir ziehen, er kommt aus Gelsenkirchen. Und wollte er jetzt hierher ziehen, um mit dem Freund meiner Mutter mehr Kontakt zu haben? Oder ich weiß nicht, wie schlimm das alles noch werden soll. Ja gut, jetzt ist die Sache ja eh gegessen. Ja. Ne? Ist für dich jetzt definitiv klar, dass du mit deinem Freund erstmal keinen Kontakt haben möchtest? Ich glaube, ich muss es irgendwann, weil ich nicht mehr klarkomme. Hat er denn nochmal versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen, mit dir nochmal alleine zu sprechen, nach diesem fulminanten Auftritt da vor allen Leuten? Ja. Also im ersten Moment konnte ich das ja sowieso nicht an dem Abend. Ja. Und dann habe ich ab und zu mal auf meiner Mailbox ein paar Anrufe gehabt und so, aber ich wollte es noch nicht. Das heißt, jetzt ist seit vielen Wochen schon absolute Sendepause zwischen euch. Funkstille. Ja, genau. Ja. Ja, finde ich auch okay, finde ich auch nachvollziehbar für dich, wenn ich mich in dich hineinversetze. Es ist ja eine sehr schwere Kränkung und Verletzung und eine doppelte Verletzung, weil das alles so verstrickt ist miteinander, würde ich mich auch völlig zurückziehen. Was gibt's da zu reden noch im Moment? Gar nichts. Würde nur auf jetzt perspektivisch mal versuchen, noch mit deiner Mutter in Kontakt zu kommen und mit der zu sprechen. Ja. Wie ist dein Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter eigentlich? Das ist ein sehr, sehr gutes. Ja, da müsst ihr beiden Mädels reden. Da müsst ihr reden. Du kannst ihr helfen und sie kann dir helfen, weil ihr seid ja nur wirklich exakt identisch betroffen. Ne? Ja. Also mit einer Freundin oder so könnte ich darüber auch nicht sprechen. Das habe ich versucht, aber es ist mir auch irgendwie peinlich. Warum? Weil es da um zwei Männer geht? Oder wäre es dir auch peinlich, wenn das jetzt... Nein. Das ist es nicht, aber es ist halt mein Freund und sowas wie mein Vater. Und dass die beiden jetzt sich lieben sollen, das ist für mich völlig unverständlich. Deswegen finde ich es so wichtig, dass du mit deiner Mutter sprichst. Wirklich. Ja. Wann kommt sie aus dem Urlaub wieder? Das weiß ich nicht. Naja, solange wird sie nicht. Sie ist auf unbestimmte Zeit erstmal weggefahren. Auf unbestimmte Zeit? Ja. Das kann sie sich erlauben? Ja, sie ist auch selbstständig. Ja, aber dann kann man sich das auch eben nicht erlauben. Dann muss man doch zurück sein bald. Ja, sie hat halt gemeint, sie kann nicht arbeiten zurzeit. Also muss es ihr heftig zugesetzt haben. Ja, natürlich. Und du hast überhaupt keine Ahnung, wo sie hingefahren ist? Es gibt keine Möglichkeiten, sie zu erreichen? Doch, ich weiß, wo sie ist, natürlich. Das wollte ich jetzt noch nicht sagen. Ach so, gut. Naja, da will ich auch nicht weiter bohren jetzt. Ich finde es wichtig, dass ihr beiden mal ins Gespräch kämt. Ja. Kommt. Ansonsten eine üble Geschichte. Und ich finde auch gut, dass du erstmal auf Distanz zu ihm gegangen bist, weil es gibt nichts zu reden, gar nichts. Es ist halt so jetzt gekommen, wie es gekommen ist. Ja, aber ich glaube, dass ich irgendwann schon nochmal mit ihm reden muss, weil ich habe jetzt auch nichts gegessen, nicht geschlafen und irgendwie muss ich es mal aufarbeiten. Ja, mach es genau nach deinem Gefühl. Wenn du denkst, ich bin da stabil genug für und kann das, dann mach es. Aber nicht auf Biegen und Brechen jetzt schon unbedingt, weil man mal reden muss. Mach du, wenn du es für richtig hältst. Ja.
Wow, das ist ja wirklich eine Story, Susanne. Mann, ja. Mann, Mann. Also, ich wünsche, dass du da einigermaßen bald ein bisschen rüberkommst. Ja, hoffe ich. Aber das wird noch eine Weile dauern, das glaube ich schon. Ja. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss.